So, ich könnte jetzt trotzdem noch mal reingucken. Mann, Alter, ich wollte ihn eigentlich unbedingt heute holen. Ach, Mann, was sagst du dazu? Rein oder raus? Lass mich nicht so alleine stehen, Warmon. Das finde ich absolut nicht nett. Er soll einfach ein Pinguinmon bleiben können. Von mir aus. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Da sehen nämlich die Werte von LP und MP jetzt besser aus. Weil er wäre sinnvoller gewesen. Oh, oh, warte. Nee, aber ich habe da noch gerade was anderes Großes gesehen. Ich bin ja nicht komplett bescheuert. Ich sehe viele große Schatten. Große Schatten werfen ihre... Nee. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Uah! Seht ihr diesen Schatten? Das ist der Herr des Sees. Muss ich nur warten, bis er wieder hier lang kommt. Er zieht jetzt einmal so seine Runde und dann kommt er hier wieder lang. Ich könnte... Da ist er! Da ist er! Und... Oh! Oh, er geht weiter weg. Also die Schwierigkeit ist es, ihn anbeißen zu lassen. Da muss man nämlich echt eine Weile warten und so ziemlich perfekt stehen. Ja, probier es mal hier. Alter, ich kann den Herr des Sees bekommen. Geil. So oft angesprochen. Okay. Noch ein bisschen zurück. So, das machen wir hier. Hat sich die ganze Aufregung doch gelohnt. Meine Güte, ey. Guck mal, hier hängt ein Filet. Willst du was essen? Oh, das wird übelst schwierig, den rauszuziehen. So, jetzt müsste ich perfekt sein. Hoffentlich. Ansonsten gehe ich... Ich glaube, ich warte einfach mal hier. Bis er mich irgendwann bemerkt. Notice me, Senpai. Please, notice me. Hallo, ich bin auch noch da. Hier hängt ein leckeres Filet. Ja, ja, komm schon. Oh. Aber dort hinten bleibt er hängen. Soll ich das vielleicht eher in die Richtung mal werfen? Wenn er dort kurz stehen bleibt? Alter, seht ihr diesen riesengroßen Schatten? So ein Fisch muss einfach jeder Angelkönig mal geangelt haben. So, erstmal wieder Feinjustierung. Hallo? Ja. Yeah. Ja! Zu früh! Nein! Fuck it! Wieder kommt er wieder. Ich hab's! Oh fuck, ist... Oh nein. Okay. Alles ganz chillig, ich drück nicht. Zieh ruhig, zieh ruhig. Auf zur anderen Insel! Juhu! Nein! Leine abgerissen. Achte auf die Spannung und bleib cool. Ich bleib doch cool! Gut, aber wieder. Okay, ich habe die eine perfekte Stelle gefunden. Ich weiß wann und ich weiß wo. So ungefähr. Kannst du erstmal bitte wiederkommen? Ja, also. Okay. Ah, wieder zu früh. Verdammt. Okay, wieder zu früh als zu spät. Hab's. Okay, erstmal. Nein. Oh, das ist doch, ich hab doch aufgehört mit drücken. Shit, ich hab nur noch. Vier Filet. Gut, vier Versuche noch. Werde ich doch wohl hinkriegen. Du verdammten Hüter des Sees. Ach, der ist doch nix im Vergleich zu mir. Ich hab Warmon. Bitch, please. Ein kleines Warmon, na und? Warmon ist Warmon. Der hat eine größere Scheiße als du, also ist er stärker. Fertig aus. Verdammt, es war zu weit weg. Shit on you. Ja, bis gleich. Kannst du nicht mal schneller schwimmen, mein Freundchen? So ein paar Meter schneller. Ich meine, ich weiß ja, wie du aussiehst. Du kannst ruhig schneller schwimmen. Ignoriere mich ruhig weiter. Ist nicht so, dass ich irgendwie wichtig wäre. Ich will ja bloß die Insel retten. Oh, meine Güte. So, jetzt aber.
Hallo? Hier hängt ein Filet für dich in der Luft. Ein leckeres kleines Stückchen Fleisch. Also in der Luft ist nicht ganz richtig, aber trotzdem. Könntest du mal bitte anbeißen? Ich bleibe auch gerne noch ein paar Jahre länger hier drin, nichts dagegen, bloß meine Zuschauer wird das nicht so interessieren, dich hier rumschwimmen zu sehen. Vor allem, weil sie wissen, dass ich gleich wieder verkacken werde. Jebiaje, Schweinebäckchen. Komm schon, beiß an. Du willst es doch auch. Ich weiß doch, dass du es auch willst. Oh meine Güte. Ja, ich angle, wie ich angeln will, den Angeln seinen Lauf. Und wenn's genug geangelt hat, dann höre ich auch wieder auf. Komm schon, nächster Versuch. Komm schon. Hier noch ein bisschen in die Richtung. Das hat vorhin dort hinten funktioniert, aber lass mal's. Es kann doch nicht so schwer sein, an so einem Stückchen vielleicht mal anzubeißen, oder? Mein gutster Herr des Meers. Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Das Fleisch wird schon so richtig aufgeweicht sein. Also, es gibt so drei Staaten des Fleisches. Einmal blutig, einmal normal und einmal wieder nass, weil vollgesogen. Und das ist gerade so nass, dass man es blutig verwechseln könnte. Zu früh, ach, das fickt sich doch. Mann, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Oh ja, ich beiß mal an. Oh, ich hab Hunger, ich beiß an. Komm. Oh verdammt, er hat's rausgezogen. Ich schwimm erstmal wieder weg. Oh, das ist Fleisch, ich hab Hunger, aber ich beiß nicht an. Ach, das ist hier wieder ein Schweich. Komisch, schon wieder hier. Ach egal, schwimmen wir mal weiter. Ganz cool bleiben. Ich muss sie ja irgendwann fangen. Das wird richtig, richtig schwierig. Ich habe jetzt schon zweimal versagt. Komm schon, beiß an. Na, mein Gutster. Ja. Hab's. Okay, erst mal Leine lassen. Wie so ein kleiner Hund, erstmal genügend Platz lassen. Alter, ich drücke nix und der geht in den grünen Bereich. Ja, schwimm noch zu anderen Inseln, von mir aus. Besegle die Grand Line! Ach, ich darf das auch nicht zu weit unten lassen. Na, shit. So, habe ich mein 40 Stück Filet verbraucht? Yes, ich dachte, man kann das ganz runter und dann erst anfangen mit 10, aber das war wohl falsch gedacht. Ich glaube, das ist mir schon mal früher irgendwann passiert, aber ich habe es einfach mal wieder vergessen. Ihr kennt mich, ja? Ach, komm schon. Hüter des Sees. Sei nicht so ein Arschloch. Nein, das war zu früh. Ach, ich hab mich erschreckt. Ich dachte ja schon eh wieder weiter und wird jetzt mal blablabla gemacht. Zu früh hatte den noch eindeutig unterm Wasser. Wehe dir, du schwimmst vor. Alter. Hätte ich jetzt eine Harpune, ich würde dir die so hart reinschieben, dass da so viel Blut fließen würde, dass du den ganzen See rot färben würdest. Dann wäre hier das jetzt nicht mehr der Drachensee, sondern das Rote Meer. Haben wir uns verstanden? Hier, ich werde sogar extra nochmal neu aus für dich. Vorher nochmal schnell getrocknet, das vielleicht, damit es nicht mehr so durchgeweicht ist. Jetzt darfst du ruhig anbeißen. Wenn du mal wieder hier vorbeischwimmen würdest, ne? Mein Jutsar. Oh, 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 oh. Mann, du bist nicht fair. Warmon, spring rein und hol ihn raus. Das würde auch funktionieren. Okay, du bist ein bisschen kleiner als er. Wenigstens so zu meinem Harten könntest du ihn holen, dann meine Angel drumrum schlingen und dann kann ich ihn rausziehen, solange sie nicht reißt. Komm schon. Komm schon, du willst es doch auch.
Mann, du willst es doch. Du willst doch mal wieder ein bisschen nacktes Fleisch probieren. Na komm schon. Na komm. Bitte. Ich muss doch meinen Leuten irgendwas bieten. Sie warten nur darauf, dass ich versage. Oh? Alter, wann würde ich denn drücken, wenn jedes Mal zu früh ist? Vorhin hatte ich es gehört. Komm schon, du willst es? Da. Kann es sein, dass immer wenn diese Herzen kommen, dass er dann nicht anbeißt? Scheint mir nämlich gerade die ganze Zeit so zu sein. Also Herzen verschwindet. Amor, niemand mag dich. Siehst du auf jedem Bild auf Facebook, du machst nur Scheiße. Du beschießt zwar das Monster hier, aber nicht mein Fleischstück. Deswegen, na, wie heißt das? Rejecten lehnt mein Fleischstück das Monster ab. Der fühlt sich gedemütigt und haut ab. Ja, Amor, weil du nur einen Pfeil auf einmal verschießen kannst. Vergisst immer, das Gegenüber zu treffen. Und das ist deine große Schwäche. Deswegen sind so viele unglückliche Paare hier. Hab's. So, ziehen, ziehen. Nein, 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 nein. Oh ja. Nein, 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 ja, nein. Aber schon beruhig dich. Beruhig dich ein bisschen. Ich drück nix! Und das Ding macht mich fast kaputt. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe nicht gedrückt. Das Ding ist kaputt geblieben. Ah, ja, cool bleiben. Ich hab nur noch zwei Filets. Da kann man nicht cool bleiben. Oh, ich werde das den ganzen lieben langen Tag noch machen müssen. Ich sehe schon, mein Speicher wird damit voll sein, wie ich den Herrn der Drachen versuche. Nee, den Herrn des Drachensees. Ist ja kein Drache an sich. Versuche zu angeln. Ja. Nein, zu früh! Nee, komm schon. Ganz ruhig bleiben, ganz gechillt. Warten, bis er fertig angebissen hat. Es will ja nicht mehr, so viel zum Thema aller guten Dinge sind drei. Hast erst zweimal probiert. Gibt es ja irgendwie so ein Lied zum Ich drehe meine Runden? Das macht er nämlich hier gerade wunderbar. Komm schon. Oh, scheiß Herzen. Scheiß verdammte Herzen. Immer wenn die da sind, klappt es nicht. Okay, doch, ab und zu hat es funktioniert, aber immer wenn er versucht anzubeißen, ist die Liebe schon verflogen. Oder zu einem anderen Körperteil gelaufen, was weiß ich. Komm schon. Es kann nicht so schwer sein, so einen kleinen Schatten aus dem Wasser zu holen. Jo, jetzt ist er. Hab's. Okay, muss einmal ziehen. Ziehen, hör auf. Hör auf, habe ich gesagt. Lass es nicht rot werden. Du sollst es. Ich habe den perfekten Trick irgendwie noch nicht raus. Aber okay, immer ganz ruhig bleiben. Ist ja nur das letzte Stückchen Filet. Mal sehen, mit wem der das noch fangen kann. Vielleicht geht es ja auch mit Fleisch. Vielleicht geht es ja sogar besser. Wer weiß. Ja, der Drachen weiß es. Herr des Drachensees. Egal. Der meine Harpune zu spüren bekommen wird, wenn er nicht bald aus dem Wasser kommen will. Scheiß Wasserratte. Willst du vielleicht irgendwo einen Punkt, wo man den leichter fangen kann? Ich weiß, dass ich das immer hier vorne so probiert habe, deswegen habe ich mir auch diesen Eimer gemerkt, um zu gucken, ob er da ist. Aber ich glaube, mit Filet war es auch am einfachsten, weil dann die anderen Fische nicht mit angebissen haben. Weil wie ihr seht, die rejecten das hier alle. Bis auf er. Weil sie denkt, oh, cool, Fleisch. Sexy Fleisch. Und dann schwimmt er weg. Weil ist zu sexy für mich. Muss erst ein paar Mal vorbeischauen, so Brautschau machen und dann, oh ja, warte. Sprechen wir das mal an. Na, Kleine. 10, 10, 10, 10, 10, 10. So wie er es jetzt wahrscheinlich gleich machen wird, komm schon bitte. Oh Mann, Schwuchtel. Nichts gegen Schwule. Aber das Ding ist einfach nur so. So schwarz. Nein, ich höre auf, um zu beleidigen, das gehört sich nicht, ich bin ja tolerant. Komm schon, komm schon. Hab's. So, jetzt aber.
Boah, du Kleine! Wenn ich jetzt Hure sagen würde, habe ich alle Sachen zum Diskriminieren durch. Okay, probieren wir es mal mit Fleisch. Mal sehen, ob der das will. Der penible Herr der Drachen. Ziehen wir ja die Leie kaputt. Ja. Alter Schwede. Und? Ah, Fleisch geht auch. Okay, dann bin ich zufrieden. Davon habe ich ja noch genügend. Ich glaube, ich werde es alles versuchen, einen Part zu machen. Diese ganzen Angelstelle, damit das alles langweilig auf einen Fleck ist. So. Da kommt er. Beiß bitte an. Komm schon. Och, scheiß Armor. Zweimal den Pfeil auf ein dasselbe Ding geschossen. Ich weiß, so ein Fleisch ist schwer zu treffen, aber könntest du bitte die Liebe auch vom Fleisch ausgehen lassen? Dann würde das Ganze wesentlich leichter sein. Für beide Seiten. Ach, aber nein. Du verwehrst es ihm. Und wieder weg. Während er hier rumschwimmt, schaue ich mal schnell. Haben noch 154 GB frei. Wir können noch eine Weile angeln. Yeah, Herr des Drachensees. Hüter, nicht Herr. Genau das stand da dran. Tut mir leid, ich habe euren Titel falsch genannt und gleich beißt er an. Also wenn man ihn Hüter nennt, dann beißt er an. Hüter beißt an. Hat funktioniert schon wieder, aber Mann. Hüter. Schäfchen, Hüter des Drachensees, komm schon. Ah, wie denn so früh? Hüter, beiß an. Hüter. Hütili! Okay, Hütili mag er nicht. Hüter des Drachensees. Ich will dich. Nein, ich will, dass du anbeißt. Komm schon. Es kann doch nicht so schwer sein. Hüter. Alter, wie zu früh. Schollen der Scheiß hier. Hüter. Komm zurück. Das ist schlimmer als Dark Souls hier. Bei Dark Souls kann man jetzt was machen gegen seine eigene Inkompetenz. Wie jetzt so früh? Der hat das Scheißding unter Wasser gehabt. Was willst du mehr? Oh, wie soll er es unter Wasser kriegen, wenn er nicht anbeißt? Wann muss ich denn drücken? Hüter des Drachensees. Hab's. Komm an. Sigi, Junge. Okay, so wird das nichts. Ich schau mal, wo er noch lang schwimmt. Vielleicht kriege ich irgendwo eine Stelle, wo er näher dran ist. Da hinten schwimmt er. Da hält er auch noch mal kurz an. Probiere ich ihn jetzt mal dort zu kriegen. Vielleicht läuft's ja besser. Nein, dort läuft's nicht. Dort läuft's nicht besser, weil da andere Leute noch mit rumschwimmen. Hier, beiß. Achso, beiß. Ein bisschen weiter links geht noch in Ordnung. Ist eigentlich bis jetzt eine ganz gute Stelle gewesen, weil hier keine anderen Fische sind, aber die ist halt eben auch ziemlich weit weg. Ah, ich hätte öfter normale Fische fischen sollen, dann hätte ich vielleicht jetzt den Trick raus, wie das besser geht. Ach Mensch, Hüterchen! Das ist doch nicht fair, was der hier mit mir abzieht. Oh, erstmal ein bisschen strecken. Hüter. Komm schon. Ja, das habe ich selbst gemacht, als er wieder hochgekommen ist. Mensch, du willst es doch auch. Komm schon, Hüter. Ach, mein Hüter.
Komm schon, hilf's mir, ja. Komm. Okay, das mag er nicht. Brauche ich eine andere Masche. Nur Hüter funktioniert ja. Aber hier, irgendwas müssen doch anlocken. Zetramon, was könnte Zetramon anlocken? Ich könnte ihn beleidigen, aber dann das wird es auch nicht so bringen. Na komm schon, beiß an! Sei so lieb! Oh. Mann! Komm zurück! Es gibt so Stellen, da verschimpfe ich, verdamme, verfluche ich diese verdammten Spiele herstelle, die mir sowas geben mussten. Hast du Fass? Oh, es klappt. Hab's. Okay, erstmal ein bisschen ziehen lassen. Ich brauch Blau. Ganz ruhig, mein Kleiner. Ich tu dir nichts. Siehst du, ich tu dir nichts. Jetzt. Und jetzt, komm schon. Nein, stopp. Er zieht. Okay, er zieht weiter. Er zieht. Lass ihn ziehen. Lass ihn weiterziehen. Er kommt auch noch ein Stück zu mir, von mir aus. Und jetzt, komm schon. Nicht so weit. Ja, das ist die richtige Richtung. Nein. Och, Mann, Alter, ich versuche einen Digimon zu angeln. Das ist. Wer kommt auf die Idee? Alter, ich ziehe. Und interessiert das nicht. Der kommt nicht näher. Okay, das ist noch ein bisschen runter. Und jetzt ziehen wir. Okay. Nein. Shit, die Leine ist wieder gerissen. Scheiß Leine, ey. Komm schon, den fangen wir nochmal auf. Willst du beißen? Dann beiß zu. Oh, shit, Alter. Ich würde ja sagen, so knapp, aber das stimmt irgendwie nicht ganz. Gut, das ist jetzt der letzte Versuch. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, mache ich es anders. Dann geht's erstmal wieder in den Schleierwald. So ein Drecksding. So ein verdammtes Drecksding. Also man kann ihn auch mit der Angel hier kriegen. Es gibt noch, ist mir gerade eingefallen, so eine super Angel. Mit der müsste das theoretisch leichter gehen. Pass an! Gut, dann eben zu früh, von mir aus, kommt eh gleich wieder. Komm schon, weiß. Wieder so früh. Okay, von mir aus. Komm schon, weiß. Faso. Böser Hund. Böser Drache aus. So war das aber nicht gesehen. Gemeint, was auch immer. Na komm, lass dir nicht so viel Zeit, so eine scheiß Diva. Ich muss langsam schwimmen, damit jeder meinen Schweif beobachten kann. Na klar, oh Junge, shit, das wird schon wieder nichts. Lass ihn gehen, er braucht seinen Freiraum. Aber früher oder später wird er ins Land gebracht. Okay, ich werde nicht über Gelb gehen diesmal. Ja, genau so. Vielleicht bringt es ja so ein bisschen, wie er da hinten einfach nur hin und her schwimmt, ohne wirklich was zu machen. Bei am anderen Ende des Sees. Das kotzt mich an. Kann ich ziehen und machen, wie ich will. Er kommt zwar ein bisschen näher, aber nicht genügend. Komm schon! Komm! Ja, das wird zu viel. Okay, gut. Von mir aus Spannung, gerissen, was auch immer. Ich glaube, ich habe bestimmt 40 Minuten hier verbracht. Ein Versuch, den zu angeln. Fazit, es wird nichts. Zweites Fazit, wir gehen woanders hin. Wir hauen ab. Sozusagen.